Okay, Leute, herzlich willkommen bei der ersten Folge der wahrscheinlich besten Podcast-Show. Mit Jay und Aria. Ich bin Jay. Und ich bin Aria. Für die Leute, die uns nicht kennen, glaubst du, irgendjemand hört sich das an, der uns Uns nicht nicht kennt? kennt, vielleicht hat sich gerade irgendwer verirrt, so er hat gerade eigentlich nach Tutorial für so Bonsai-Bäume irgendwie gesucht. Und dann Das ist kam er auch von sehr Bon. nah beieinander, die beiden Wörter. Wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie man einen Podcast führt. Nee, irgendwie nicht. Aber wir dachten, es wäre eine lustige Idee. Ich höre ab und zu Podcasts. Ich bin schon ein Podcast-Connoisseur, könnte man sagen. Wow, was? Ich weiß nicht mal, ob es das bedeutet. Connoisseur, ist das so ein auf so, Sir, können Sie das? Nein, Connoisseur ist so ein französisches Wort, glaube ich. Ja, wirklich? Ich dachte, es wäre Deutsch. Leute, vorweg als eine Art Vorwarnung. Ich habe es echt nicht mit Artikeln. Also, ich werde mich sehr oft vertun. Ich bin sehr schlecht, was Artikeln angeht. Was Und. Artikel angeht. Nein, ich meine so, wenn ich jetzt bei DM oder H&M oder sowas arbeiten würde und du würdest ein bestimmtes Artikel suchen, dann. Aber du hast gesagt, was Artikeln angeht. Aria, ich glaube, ganz kurz, wir werden in diesem Podcast sowieso feststellen, dass sowohl Aria als auch ich nicht so gut sprechen können, wie viele vielleicht denken. Einfach nur, weil. Boah, ich muss jetzt voll ausholen. Wir haben ja auch neulich eine Germania-Folge rausgebracht, wo ich glaube, sehr viele Leute das erste Mal überhaupt mitbekommen haben, dass wir Ausländer sind, was ich sehr. Ja, das war echt merkwürdig. Also, ich habe mir einige Kommentare durchgelesen und Hast du das, ja? ja, und das war ziemlich merkwürdig. So, was? Jay und Aria sind keine Deutschen? So, wie? Jay und Aria sind keine. Hä? Oder so, das Lustigste war, wie sollen der eine Amerikaner und der andere Iraner sein, wenn die doch beide Brüder sind? Das haben wir. Du übersteuerst, glaube ich. Aha. Weil du, Aria, das ist noch eine Sache, Aria neigt sehr schnell dazu, lauter zu sprechen, ohne es zu merken. Ach so. Du musst einfach nur das Mic ein bisschen weiter weghalten, dann passt das. Ah, ich hälte es weiter weg. Habe ich das gesagt? Ja, das hast du gedacht. Das hast du gedacht. Und somit schließt sich der Kreis. Damn, son. Ja, also nicht, dass wir keine Deutschen sind. Aber wir sind halt auch was anderes. Wobei, nee, du bist komplett gar kein Deutscher. Leider Du nicht. hast gar nichts. Nein. Aber so, ich bin halt auch Deutscher. Aber nee, voll viele waren so, hä? Ich spreche kein Deutsch. Und ich hoffe, dass es bei vielen Leuten dann so Klick gemacht hat. So, ach so, deswegen sagen die manchmal voll die komischen Sachen. Also, weil wir neigen ja auch dazu, öfters mal Wörter zu benutzen, die nicht deutsch sind. Oder so Eigenkreationen. Oder halt eben Artikel. Entschuldigung, Artikeln falsch zu benutzen. Aber ich mache das auch andauernd. Ich habe in sehr vielen Filmgeek-Folgen, sehr vielen Filmgeek-Folgen habe ich letztendlich. Das ist Jays eigene Kreation. Ja. Er sagt immer letztendlich oder letztendes. Ja, war es genau umgekehrt, ne? Ja. Scheiße. Ey, das ist schwer, Mann. Zwei Sprachen im Kopf zu haben. Letztendes. Das Letztendes. hört sich an, als würde so ein Typ mit so einem todesten deutschen Akzent sagen so, let's end this. Letztendes. Letztendes. Letztendes right now, oder? Letztendes, Zemeckis. Oh, hat jemand sein Das Handy? war nicht ich. Du hast dein Handy nicht auf lautlos beim Podcast. Das war nicht ich. Nee, aber ohne Witz, du hast dein Handy nicht auf lautlos. Kannst du kurz. Also, das war doch Leute, eindeutig dein Handy. ich will nur ganz kurz für die Leute, die nicht zu Hause sind und das nicht am Laptop sind oder an einem Bildschirm. Ari hat gerade sein Handy rausgeholt. Hat so sehr unauffällig es auf leise gemacht. Also, kannst du das beweisen? Ja, wir haben hier Videoaufnahmen, tatsächlich. Ist das ein Beweis? Ja, schon, oder? Das sagst du. Ja, okay. Die Schiene kann man für immer fahren, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal so in einem Gericht einfach mal machen würde. Sir, wir haben Sie auf frischer Tat ertappt. Na gut, solange wir nicht vor Gericht müssen, können wir einfach so tun, Ja. als war das jetzt mein Handy. Ich sehe gerade, wir nehmen schon seit so fast 7 Minuten auf. Wir Wow. haben immer noch nicht gesagt, worum es überhaupt geht bei diesem Podcast, was wir hier machen. Wissen wir das überhaupt selber? Das ist immer die andere Frage. Also, nein.
Nein, wir wissen es nicht. Okay, warte mal ganz kurz. Aria holt aber immer so Pulver raus. Achso. Das ist kein weißes Pulver. Also das ist im Grunde genommen, ist das weißes Pulver? Ja. Aber das ist, ja. Okay. Wieder vom Richter. Also, im Grunde genommen, ist das weißes Pulver? Ich habe es durch die Nase gezogen. Ja. Ich trinke das. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Aria muss sich auf sein Training vorbereiten mit einem leckeren Shake. Das ist mein Nachtraining-Shake. Gesponsert von welcher Marke? Wir haben noch keinen Sponsor. Können wir einen Sponsor für meine Shakes haben? Ihr merkt, wir haben nichts vorbereitet bei diesem Podcast und das wird wahrscheinlich des Öfteren so sein, aber das finden wir eigentlich ganz witzig. Wir springen auch in den Themen hin und her. Was die Sponsorings angeht, das meine ich komplett ernst, falls es da draußen jemanden gibt. Aria, wir... Das hört man. Ach so. Warte wenigstens, bis ich fertig geredet habe. Okay, na gut. Nee, aber falls es da draußen Podcast-Sponsor gibt, die uns irgendwie bewerben wollen, nur zu, weil wir, also ich will ganz ehrlich sein, bei Gian Aria ist ja so, wir sind immer sehr, sehr vorsichtig, was so Werbung angeht und wir möchten euch nicht mit irgendwelchen Sachen belasten. Wir sind auch der Meinung, dass das so, das ist so dem Content ein bisschen im Weg. Beziehungsweise, wenn wir Werbung auf unserem Hauptkanal machen, dann versuchen wir, dass es immer einen Nutzen für die Zuschauer einfach hat. Ja. Sei es jetzt, dass wir zum Beispiel entweder was verlosen können, wie Spiele, DVDs, Kinotickets oder sogar Plätze für ein Private Screening, bei dem wir einfach zusammen Filme gucken können. Oder ansonsten versuchen wir, dass ihr einen Mehrwert dadurch habt, dass wir einfach eine coole Produktion hinlegen, wie einen sehr aufwendigen Sketch oder auch mal einen Kurzfilm, wie das schon genau. Das eine oder andere Mal der Fall war. Genau. Und halt bei Podcasts würde ich aber ganz gern, wenn es für dich cool ist, dieses Prinzip komplett aus dem Fenster schmeißen und dass wir einfach dass wir uns einfach sponsern lassen von so von ist egal. Wir verdienen nicht genug. Aber ganz kurz. Ja? Darf ich kurz meinen Shaker jetzt zu Ende shaken? Du darfst den Shaker shaken. Shake your money maker. Shake your money maker. Das ist jetzt nicht mein Money Maker. Rein theoretisch ja. Wenn die uns sponsern. Bad Jokes gibt es übrigens auch gratis dazu. Ja, also ihr könnt uns sehr gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust auf unsere Podcasts habt. Auf wen? Also ich denke halt nur, auch wenn das keiner schreibt, machen wir das einfach, oder? Wahrscheinlich nur zu einem gewissen Grad. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht zu 100%, wo wir das überhaupt gerade hochladen. Ob wir diese Folge überhaupt hochladen. Kann sein, dass wir uns das angucken und sagen, nee, Mann, was dann haben wir das hier alles umsonst aufgenommen? Das ist das erste Mal. Wir saßen dann einfach so hier mit... Also, ich meine, wir würden uns ja normalerweise hier unterhalten, ist ja kein Ding, aber wir haben random einfach Kopfhörer und Mikrofone so auf und in der Hand. Ja, das ist immer komisch, wenn man, das hatte ich halt auch sehr oft, was viele nicht wissen, ist, ich bin der Master of etwas für Aufnehmen, für Gian Aria zum Beispiel und es dann, turned off microphone. Und mein Mikro war nicht an zum Beispiel und ich habe einfach so quasi dadurch, weil ich dann auch alleine im Zimmer aufnehme, weil zum Beispiel Aria gerade kurz raus ist, um was zu essen oder sowas und dann ist so, ich stand einfach so eine halbe Stunde in dem Zimmer und habe so mit mir alleine geredet, im Endeffekt. Das war schon so oft. Ja. Ich hätte eigentlich super gern eine Polaroid-Kamera gehabt und jedes Mal danach ein Foto von dir gemacht. Vor meinem Gesicht, ja. Und ich hätte dann so eine Wand damit errichtet. Einmal hat er, glaube ich, so 2 Stunden gebraucht, warum auch immer. Hm. Und dann... Ja, es war für, glaube ich, ein aufwendigeres Video, aber ich habe auf jeden Fall sehr viel aufgenommen, wo ich nicht... wo es einfach nicht aufgenommen hat, im Endeffekt. Es war nice. Ja. Und dann war es so 3 Uhr morgens. Und ich war so, nein, Aria! Ich muss nochmal aufnehmen! Ich glaube, über die Jahre haben sich viele Themen aufgestaut, über die man gerne reden würde. Echt, ja? Ja, Beispiel? Bei mir schon. Ja, Bonsai-Bäume zum Beispiel. Das haben wir ja schon abgehakt. Haben wir das abgehakt? Also... Ich meine, es gibt Bonsai-Bäume in sehr viele verschiedenen Formen und Größen. Es gibt nur klein. Das ist die einzige Bonsai-Baumgröße, glaube ich. Na gut, dann haben wir Bonsai-Bäume abgehackt. Aber es ist halt einfach nur mal so, wir haben einen sehr filmbezogenen Kanal, was ja auch sehr cool ist. Also haben wir uns ja selber ausgesucht, weil wir sehr gerne über Film reden. Aber auch die
Form, wie wir den Kanal aufgezogen haben, bringt mit sich, dass wir einfach meistens eher wirklich redaktionell reden und natürlich auch mal am zwischendurch und am Ende vor allem rumalbern. Aber eigentlich haben wir bisher keine Plattform gehabt, auf der wir einfach reden konnten. Das heißt, wir hatten immer unsere Kurzfilme und Sketches, was ja sowieso so Fiktion ist. Und Formate wie Filmgeek, wo wir euch Sachen über Filme erzählt haben. Das heißt, es war nirgendwo viel Freiraum, um einfach nur zu reden. Hm. Und ich habe Lust, einfach nur zu reden. Ich rede viel, einfach nur reden. Das ist weißt auch du? Wirklich die Beschreibung davon. Ari redet viel, einfach nur. Also generell wissen halt viele Leute auch Sachen, nicht so wirklich Sachen über uns. Und wir haben halt auch nicht wirklich die Möglichkeit bisher immer gehabt, so über etwas anderes zu reden als Film. Das ist mir neulich sogar richtig bewusst geworden, als wir mit Germania ein Video gemacht haben und das rausgekommen ist. Und eigentlich die meisten Kommentare darin bestanden, dass Leute gesagt haben, hey, ich wusste gar nichts bisher über die. So gar nichts. Ich höre zum ersten Mal irgendwas über die. Ja, stimmt. Und irgendwie, ja, haben wir... Also ich meine, wir wissen halt alles so über uns. Ja, yeah, oder? Und so dann ist so, ja... Ja, weiß man doch. Weiß man doch. Aber so, nein, weiß keiner, weil wir haben nie darüber geredet. Musst du nicht noch einen Schluck von deinem Getränk nehmen? Ich nehme noch einen Schluck von meinem... Protein Shake, sponsored by noch niemand. Hier noch niemand. Ihre Werbung sein. Es könnte ihr Produkt in Arias Mund schlürfen. Don't say that, bro. Das ist klang irgendwie nicht so geil. Was macht man bei Podcasts, wenn man husten muss? Ist das so eine Frage so generell oder kennst du da jemanden spezifischen? Das war... Das fragst schon Freund wahrscheinlich. Ja, genau. Dann musst du einfach kurz vom Mic weggehen und husten, gehe ich mal davon aus. Ich gehe jetzt vom Mic weg und huste. Okay. Okay. Danke, Mann, dass du uns das erspart hast. Ja, vielen Dank. Ari hat die besten Huster. Ich habe gute Huster. Weißt du, was er noch hat, sind die besten Räusper. Räusperer. Was ihr nie mitbekommt, ist, dass Aria sich sehr oft räuspert, bevor er vorher aufnimmt. Und kannst du einmal den Räusperer nachmachen? Das war jetzt Husten. Ja, du kannst irgendwie nichts richtig machen. Aber ich trinke jetzt einen weiteren Schluck. Aria macht dann immer so diesen. Und ich denke mal so. Das ist doch ein Auto, was draußen startet. Ja, da denke ich mir auch jedes Mal. Ja. Aber eigentlich ist es nur Arias Rachen. Kannst du es beweisen? Oh nein. Bei Jay und Arias ist es halt auch so, unsere, gerade wenn wir vorhaben, größere Produktionen zu machen, das kostet halt immer sehr viel Geld. Und meistens läuft es darauf hinaus, dass wir sagen, wir wollen aber coole Videos machen. Also geben wir unser ganzes Geld aus. Und deswegen... Ja, genau. Also das heißt, wenn die meisten Kurzfilme, die ihr von uns gesehen habt, die in einer Kooperation mit irgendwas entstanden sind, da ist auch wirklich meistens das gesamte Geld und manchmal sogar auch mehr Geld, als wir eingenommen haben, in das Projekt reingeflossen. Einfach, weil das halt unsere Leidenschaft ist. Ist auch für uns überhaupt nicht schlimm. Wir machen es ja auch freiwillig. Wir könnten auch was anderes machen, was einfach viel weniger Geld beansprucht und dann auch mehr für uns übrig bleibt. Aber das ist für uns nicht Sinn und Zweck der Geschichte, sondern zumindest halt jetzt nicht, wenn wir Kurzfilme machen. Da wollen wir halt einfach einen coolen Kurzfilm machen. Ja. Kurzfilme sind teuer. Kurzfilme sind sehr teuer. Und, zum Glück sind sie kurz, sonst wäre es lang teuer. Oh scheiße, das wäre echt schwierig. Genau, das ist halt sogar mit ein Grund, warum wir keinen langen Film bisher gemacht haben. Und halt, das ist halt das Ding, wenn wir mehr Geld hätten, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir trotzdem alles ausgeben, aber, also für die Kurzfilme quasi, aber dass wir zumindest, zum Beispiel mein Laptop ist schon extrem lang kaputt. Er piept andauernd. Jedes Mal, wenn Jay ankommt und wir irgendwie gleichzeitig arbeiten wollen oder so und er seinen Laptop anmacht, dann fängt es einfach an, 7,5 Minuten zu piepen. Ja. Das nervt einfach alle im Raum. So. Ich stelle dir meinen Laptop immer kurz raus, sag so, ja, er hört gleich auf zu piepen. Der piept anfangs immer, wenn man den anmacht. Aber man hört es auch durch das Bad durch. Ja, ich mache es immer, bringe es immer ins Badezimmer, man hört es trotzdem. Ja. Aber ich glaube, es geht ungefähr so, piep, piep, piep. Na. Piep. Ich glaube, das ist eine Festplatte, die da drin kaputt piep. Ist. Und dann haben die sich gedacht, wir bauen so ein Notfallgeräusch ein, wenn die Festplatte kaputt geht. Das verstehe ich auch nicht genau, was das ist. 17, 9 Minuten. Aber vielleicht ist da so ein
Vielleicht damit man sich denkt, oh, ich muss das reparieren. Aber so ist doch dein Ding, ob du es reparieren willst oder nicht. Ja, und es hat ja trotzdem nicht funktioniert. Wie lange nehmen wir schon auf eigentlich? Wir nehmen bereits auf seit, steht immer noch 15 Minuten, aber wahrscheinlich ist das schon viel mehr. Ach, seit einer Stunde, nee, seit 10 Stunden? Auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Nehmen wir aber auf jeden Fall, ja? Also da steht aufnehmen. Ich habe richtig Angst. Richtig Angst davor. Falls ihr das jetzt gerade seht, dann hat alles funktioniert. Ansonsten, irgendwelche Sachen, die du zu erzählen hast, Ariel? Ich war heute ein bisschen sauer. Ja? Weil mir Barry 15 Minuten vorm Sport, nein, 10 Minuten vorm Sport abgesagt hat. Ah. Weil er einen wichtigen Termin hat. Aber Bro, das hättest du mir auch gestern sagen können, als du wusstest, dass du einen wichtigen Termin hast. Ja, theoretisch schon. So, ich war schon fast da und dann meint er so, schaff's nicht, Großer. Ich so, wie, du schaffst es nicht? Also, ich habe einen Termin. Ich so, aber ich bin schon fast da, das fällt dir erst jetzt ein. Also, ja, aber ich habe einen Termin. Und dann. Ich hatte irgendwie gehofft, dass du deine Story ein bisschen interessanter gestaltest. Die Stories mit Barry sind halt, das ist. Die sind immer nur traurig. Die sind immer nur traurig. Ja. Weil er mich immer nur anlügt. Also, ob er dich nur anlügt, weiß ich nicht. Aber ich würde schon sagen, dass er dich wahrscheinlich mehr anlügt als nicht. Als nicht anlügt. Ganz genau, Barry. Ganz genau, Barry von Bodyformers. Was kannst du dann für eine schöne Geschichte mit Barry erzählen? Mit Barry? Ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt, er hat sie angehört. Und ich glaube, da waren zu viele Punkte drin, die er hätte machen müssen. Und dann hat er so nicht mehr drauf geantwortet. Aber er war auf jeden Fall seitdem auch mit dir unterwegs und so Sachen. Ich habe es ja in Storys gesehen. So, Bro. Ich weiß, dass er halt Zeit hat, um Sachen zu machen, von daher. Aber ist okay, Barry. Ist okay, Barry. Ich antworte einfach auch nicht mehr auf deine Sachen. Ja, ich habe auch morgen einen wichtigen Termin. Kurz vor Trainingsbeginn. Ich war neulich in einer Bar, was für voll viele Leute jetzt einfach nur klingt nach okay, aber für Leute, die mich kennen, und das werdet ihr ja jetzt, ich trinke ja gar nicht. Also ich trinke keinen, also nicht, ich trinke keine Flüssigkeiten. So, wie lebt er? Ich trinke keinen Alkohol und bin generell nicht so der. Sehr vorbildlich. Ja, oder? Aber deswegen, und ich war in einer Bar, das war irgendwie crazy. Also eigentlich nicht. Ja, eigentlich, also es war halt so crazy, dass ich so ihm auf Instagram geschrieben habe, so, was machst du da? Jay in der Bar? Was machst du? Was passiert hier? Und ich war in einer besonderen Bar. Aber Moment mal, du hast mir darauf auch nie geantwortet. Ich werde es ja jetzt, ich habe es mir für jetzt aufgehoben. Aha. Ich wusste ja, dass wir einen Podcast machen. Nee, ich war tatsächlich im McLaren's. Das ist die Bar aus How I Met Your Mother. Die ist in Berlin. Es gibt einen McLaren's, die irgendwie haben die das, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Die kommen übrigens aus Berlin, für die, die es nicht wussten. Also das haben wir schon hier und da mal. Ja. Aber, erzählt, aber wir sind Berliner. Wir sind Berliner. Und ja, die Bar war quasi der McLaren's Bar nachempfunden, aber nicht nur so subtil, sondern so richtig. Gibt's das Wort im Deutschen? Ja. Ja, subtil. Die hatten da dieses blaue Horn an der Wand, das waren so How I Met Your Mother. Der Bro-Code lief einfach im Badezimmer. Ja, das war richtig komisch. Aber warst du auch schon da? Ja, ja, paar Mal. Ah, paar. Ich dachte, ich habe hier vorher die interessante. Nee, ich bin so aufs Klo gegangen und ich so: Moment mal, was passiert hier? Ja, da lief Barney. Okay. Also das war cool auch Story, Bro. Moment mal, was ist hier los? Das war auch mit Barneys Synchronstimme tatsächlich. Ja. Ja. Ich habe auch gesehen, an der Wand waren so Bilder von so Leuten, die da waren. Und so Jason Segel, das ist der Schauspieler von Marshall. Von Marshall, ja. Der war da. Dann war Todd da von echt? Von Dings. Von Scrubs? Von Scrubs, ja. Geil. Ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt. Und dann waren so random Bilder von so Leuten, wo ich so dachte, warum hängen die hier? Da war so, der Bachelor war da. Und da hing so ein Bild so. Ich meine, er war da. Er war da. Aber Moment mal. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, dass der Bro-Code, vor allem mit Barneys Stimme, in seiner Stammbar läuft. Ja, da ergeben viele Sachen keinen Sinn. Wie gesagt, der Bachelor war an der Wand. Ja. Die ganzen Getränke. So, es gibt ein Getränk, das heißt Robin Schabatsky. Das ist, glaube ich, in der Serie sogar so. Da gibt es ein, aber es gibt auch ein Getränk, das heißt Teds Wohnung oder so. Und so dann. Okay. Es ist quasi nicht der Bar zu 100% nachempfunden, sondern so, die haben es einfach mit ganz viel How I Met Your Mother Zeug gestopft. Da aber hängt auch ein blaues Horn zum Beispiel. Genau, aber es war angekettet. Ja, damit Ted es nicht wieder klaut. Zum Beispiel. Wo ich überlegt hatte, das einfach zu machen. Aber dann war so, wir sind YouTuber, man weiß, wer wir sind, ich kann nicht einfach. So, deren Horn ist weg und plötzlich hängt bei uns im Hintergrund so ein blaues Horn. Da ist noch so eine Kette dran. Ja, so, es ist schwer, Sachen zu verstecken. Ja, und
abgesehen davon, so war das blaue Horn jemals in McLaren's? Stimmt, das war ja... Also, weil das war ja im Restaurant und ja, dann bei ihm zu Hause. Richtig. Das ist gar nicht gut nachgemacht. Nee, es war cool dann trotzdem. Ich wäre gern dabei gewesen. Ja. Ich weiß nicht, wo du warst. Ja, du hast mich nicht gefragt. Du fragst dich... Das ist auch eine Sache. Ari geht sehr oft weg, er fragt mich gar nicht mehr. Ja, weil ich immer frage und du dann nicht kommst. Stimmt, ich gehe generell nicht raus. Ich bin eher der... Also, das ist kein Witz. Ich bin generell der, der so 90% der Zeit eher so zu Hause chillt und... Deswegen fragen auch so voll oft so Leute so, ja, wo ist denn Jay? Seid ihr gar nicht mehr befreundet? Und ich so, nein. Du sagst nein, wir sind nicht mehr befreundet? Ne. Ah, okay. So läuft das ja. Also. Ich weiß nicht, gibt's das als Option? Also scheinbar scheint das bei irgendwelchen anderen Leuten der Fall gewesen zu sein, dass mich so viele Leute das gefragt haben. Aber oftmals, man, ich habe noch gar nicht gesagt, was, ne? Mhm. Oftmals haben mich Leute gefragt, seit du und Jay wirklich befreundet oder seid ihr wirklich beste Freunde oder ist das nur für die Videos? Gibt's das so? Ach so, du meinst, dass so Leute so tun, als ob sie... Ja, so, wir sind best friends, aber nur für die Videos? Ich meine, es gibt so ziemlich alles auf der Welt. Ich denke mal, sowas wird's geben, aber okay. Wir haben ja auch, bei uns halt auch, darf ich vergessen, wie wir halt meinen, es ist halt so, wir sind eigentlich quasi Moderatoren meistens und man sieht uns selten abhängen. Stimmt. So, das heißt, rein theoretisch weiß man nicht, dass wir jeden Tag chillen. Ja, also ja, deswegen, um das einmal für alle zu beantworten, das alles hier ist überhaupt erst aus Freundschaft. Fake. Was? Ja. Und dementsprechend sind wir logischerweise keine Freunde. Ne? Ja, logischerweise. Ja. Nee, okay. Also ja, wir sind sehr gute Freunde. Okay, kann es dann gehen. Okay, also, ja, wir sind beste Freunde. Ja, beste Freunde. Wir sind beste Freunde. Dadurch, dass der Timer nicht läuft... Weiß ich nicht, wie lange wir gerade schon reden. Ja, also... Wahrscheinlich zu lange, als dass irgendwer dran geblieben ist. Das heißt, wir könnten jetzt gerade hier wahllose Wörter von uns geben. Das hört ja sowieso keiner von der... Aber das dürfen wir nicht sagen, weil sonst vergraulen wir uns die Sponsoren. Aber die Sponsoren sind ja jetzt auch nicht bis jetzt dran geblieben. Ach so, oder? Die dachten sich auch so, ja. Ja, das passt schon. Ansonsten ist bei mir nicht so wirklich was Neues. Ich war Ramen essen. Ja, das war sehr lecker. Da hat er mich auch nicht gefragt. Ja, ob ich das war auch am gleichen Abend. Aber es war echt nice, weil ich nicht wusste, dass es gute Ramen in Berlin gibt. Wir beide lieben Ramen. Das hat mich sehr an so Tokio erinnert, wo Ari auch leider nicht dabei war, weil er kein Deutscher ist. Und er kein Visum bekommen hat. In Köln gibt es richtig gute. Ja. Da waren wir mal zusammen sogar. Ja, ne? Stimmt. Und die sind übertrieben lecker. Und was halt echt dope ist, ist in Düsseldorf gibt es ja ein Japan-Viertel. Echt? Und da war ich mit Arman. Und Jesus, das war der beste Ramen, den ich jemals gegessen habe. Das war, war bestimmt besser als in Tokio. Gestorben. Ich war ja noch nicht in Tokio. Ja, ich war ein bisschen eifersüchtig und deswegen ich gerade versucht so. Ja, aber ich meine Tokio. Aber ich habe das ganze Wochenende Spider-Man gespielt für PS4. Und es hat sehr viel Bock gemacht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich spiel nicht so oft Spiele, weil ich meistens irgendwie immer Serien oder Filme gucke oder halt irgendwie arbeite oder sowas. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und so gleich am nächsten Tag habe ich erfahren, dass Stan Lee von uns gegangen ist. Ja, es war ein ziemlicher Schock für alle. Ich muss persönlich sagen, ich habe sehr wieder auch Nachrichten bekommen, so ey, wie fühlst du dich jetzt, wo er tot ist und so weiter und so fort. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht traurig darüber, weil ich ihn nicht mochte, sondern nein, ich mag ihn sehr und ich schätze ihn sehr, sehr. Aber er war 95 Jahre alt, hat ein erfülltes Leben gelebt, ja, ein sehr erfülltes. Hat sehr viel in der Welt bewegt, ja, und ist eines natürlichen Todes gestorben. Das heißt, das gehört halt zum Leben dazu. Wenn jemand früh stirbt, oder auf unnatürliche Weise, das nimmt mich immer mit, weil ich mir so denke, so warum, warum jetzt und so, das hätte gerade gar nicht sein müssen und zum Beispiel Drogen wie Mac Miller oder solche Geschichten, der hätte jetzt eigentlich noch 60, 70 Jahre, was auch immer vor sich gehabt und das finde ich dann immer halt sehr traurig und schade, aber wenn jemand wirklich sein Leben so lange, vor allem 95 Jahre, wer wird schon 95 Jahre alt? Ja, eigentlich die wenigsten. Mich hat es irgendwie voll in dem Moment voll berührt, dass so er quasi bis zum allerletzten Tag seines Lebens, weil ich habe ja wirklich das ganze Wochenende Spider-Man gespielt und ich habe wirklich extrem Spaß gehabt. Also es war wirklich so, dieses Spiel macht voll Bock.
Und dass er quasi bis zu seinem Lebensende war, hat eher dafür gesorgt, dass so Leute eine coole Zeit haben und so ein. Und noch viel länger darüber hinaus. Genau, und es wird halt weiterhin so sein einfach und deswegen. Ja, also mir hat es auch auf jeden Fall den Anschein gemacht, dass er auf jeden Fall genug Liebe auch zurückerhalten hat. Mhm. Und dementsprechend bin ich nicht traurig darüber, wie gesagt. Also ich finde es, natürlich finde ich es absolut mega schade, dass es ihn nicht mehr weiterhin als Cameos in Marvel-Filmen geben wird, bis auf wahrscheinlich jetzt Avengers 2 bis 3 Filme vielleicht noch. Aber darüber hinaus wird das nicht mehr, höchstwahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Wobei man weiß nie, Carrie Fisher war auch bei Rogue One. Ja, das stimmt. Aber ansonsten bin ich einfach wirklich extrem dankbar dafür, was er der Welt hinterlassen hat. Man muss ja mal überlegen, was der alles auf dieser Welt bewegt hat. Also so, ich meine, wir beide sind ja auch mega die Marvel-Fans und generell Superhelden-Fans und wir sind mit diesen Figuren groß geworden, die haben uns geprägt, die haben uns inspiriert, die haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Natürlich nicht nur das, aber das hat uns auf jeden Fall mitunter zu dem gemacht, wer wir sind und was wir jetzt auch machen. Ja, und voll. Und wir sind nur ein kleines Beispiel dafür. Es gibt noch so viele weitere Menschen. Das heißt, er hat wirklich sehr, sehr viel auf der Welt bewegt und ein sehr sinnvolles und schönes Leben gehabt, bin ich der Meinung. Das kann ich nur zustimmen. Also, mir ist gerade aufgefallen, ich will jetzt gar nicht so das Thema voll stark wechseln, aber wie unterschiedlich die Themen in unserem Podcast sind. Wir waren so voll bei Bonsai-Bäume, Baby! Und dann so plötzlich, ja, Mann, nach dem Tod, man hat ein erfülltes Leben. Aber das sind halt wir, das sind Jay und Aria. Ja. Die Männer, die. Sind wir Männer? die. Wow, was sollen wir sonst halt? Ich weiß nicht. Dreifüßler? Bei Mann habe ich immer jemanden im Kopf, der älter ist als ich. Ich glaube, das werde ich mein Leben lang haben, auch wenn ich so, auch wenn ich so 60 bin. So, naja, ich will erkennen. So, ich bin so ein. Also, Junge bin ich nicht mehr, aber ich bin halt. Keine Ahnung. Ich nenne mich nur, ich bin so ein Typ, so. Nee, wir sind junge Männer und wir. Wir sind sehr unterschiedlich, was die Themen unserer Podcasts angeht. Ist das jetzt so? Das ist unser Slogan. Slogan? Wenn man auf den Podcast-Channel geht, steht da, wir sind Jay und Arian. Wir sind sehr unterschiedlich, was die Themen unserer Podcasts angeht. Ja. Ansonsten, ja, bei mir ist nicht so viel passiert mehr. Bei dir? Wow, setzt du gerade da wieder an? Das war's eigentlich. Das Ding ist, wie gesagt, wir haben gerade Mittwoch. Ich weiß gerade, ich habe vergessen, was ich am Wochenende gemacht habe. Ah, wow. Hm. Ich erinnere mich gerade. Ich war nicht dabei. Wow. Jetzt bin ich gespannt. Vic war bei mir zu Besuch. Aha. Und auch Ajolas, das sind zwei sehr enge Freunde von mir. Oder beziehungsweise auch von uns. Ja, von dir. Und wow, das war so voll spät nachts neulich, wollten irgendwas machen, ich weiß nicht mehr was, aber wir haben uns so darüber gestritten, wer es so machen soll. Und plötzlich hat jeder so, okay, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir haben halt unter uns dieses Spiel, wer sich zuerst an die Nase fasst, ja, der muss es nicht tun. Genau. Und wir haben alle drei gleichzeitig. Ja? Ja, wir waren alle drei gleichzeitig und dann war so, shit, was machen wir jetzt? Und dann haben sich Vic und Ajolas die ganze Zeit darüber gestritten, ob wir jetzt Coin flippen sollen, aber ich meinte so, das macht gar keinen Sinn. So, wir sind drei Leute. Ja. Ein Coin hat nur zwei Seiten. Ja. Und dann meinte Vic so, ja, du bist Zahl, er ist Kopf und bei mir ist Kante. Meine so, wie Kante? Sei mal ruhig, Alter. Was ist Kante? Aber was ist mit dem guten alten Schere, Stein, Papier? Ja, warte. Ich bin einfach ins Internet gegangen und habe irgend so eine Auslosseite gefunden. Das heißt, du kannst so untereinander schreiben. Ihr wart echt drin. So. Statt einfach irgendwie, was musstet ihr denn machen? Wir hatten eine Pomelo gekauft. Aha. Und die schälen oder was? Ja, die ist halt mega schwer zu schälen. Und da hatte da keine Lust drauf. Keiner hatte Lust drauf. Und dann waren die Leute so, ey, warte mal. Wir schreiben rein, Superfit und MacFit. Warum das denn? Damit es noch mehr als diese drei Namen gibt, unter denen ausgelost werden kann. Weil Ajolas und Vic sind bei MacFit und ich bin ja bei Superfit. Okay. So, und dann war es quasi so, wenn Superfit gepickt wird, dann bin ich quasi auch dran. Ja. Und wenn MacFit gepickt wird, müssen wir nochmal zwischen den beiden auslosen. Okay. So. Und dann
kam einfach McFit. Da musste zwischen denen aus und ey, das hat sich zu einem Game wirklich, weil wir hatten immer mehr neue Ideen, wie Super Devil und Coinflip. Wir hatten irgendwann Coinflip mit eingebaut. Warum? Das Problem ist, das ist so gar nicht ungewöhnlich bei uns. Ich glaube, ich würde einfach jetzt mal behaupten, dass wir langsam am Ende des Podcasts sind. Ich glaube, wir sind schon über eine Stunde. Nein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wollen wir jetzt wetten? Musst du deine Seite erstmal noch rausholen? Was passiert, wenn er recht hat? Wenn er recht hat. Nee, wir können ja einfach wetten. Okay. Ich bin der Meinung, wir sind unter einer Stunde. Ich sage über eine Stunde. Okay. Und was macht der Gewinner? Gar nichts. Okay. Aber dann der Verlierer muss was machen. Okay. Leute, das war das Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, es hat euch halbwegs Spaß gemacht, uns zuzuhören, wie wir ganz viel reden. Also wenn ihr möchtet, dass wir so ein bisschen mehr gliedern, dann schreibt uns das ruhig in die Kommentare. Falls ihr Vorschläge habt für vielleicht Themen, über die wir mal sprechen sollten. Und wie gesagt, die müssen nicht unbedingt Film- oder Serien-related sein. Ist uns sogar fast ein bisschen lieber. Wir reden auf jeden Fall auch über Film und sowas. Auch über Musik und so. Aber wir finden es eigentlich ganz cool, dass wir einfach mal so ein bisschen quatschen können. Haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und also wir werden ja auf jeden Fall auch, okay, ich würde nicht sagen auf jeden Fall, aber ich denke mal, wir werden auch mal Themen haben, die wirklich nur nach einem Thema eine ganze Folge sind. Ja, genau. Könnte ich mir vorstellen. Folge sind, aber wir, ja, aber es, also das muss nicht immer sein. Wir haben auch mal Themen einfach, also oder Folgen, wo wir einfach über alles Mögliche reden. Genau. Cool. Ansonsten würden wir sagen, how to reason. Peason. Westside. Westside. Achso, und falls ihr das gerade nicht auf einer Plattform hört, wo man Kommentare hinterlassen kann, dann danke, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Ne? Nee, dann folgt uns gerne auf Instagram. At aria_lee und at jsamuels. Und da könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Wir versuchen ab und zu reinzuschauen, was da so steht. Das war ein wunderschöner Abschlusssatz. Ja. Schaut auch sehr gerne auf unserem YouTube-Channel Jay und Aria vorbei. Oder falls ihr gerade den Podcast auf Spotify oder ähnliches hört, könnt ihr auch einfach das Ganze auf YouTube weiterverfolgen. Gebt einfach Jay und Aria und Podcast ein. Dann findet ihr es schon.